Den Vespo-Finder nicht drin. Sehr gut. Sehr geil. Der Timo, ey. Ja, heute ein bisschen unterwegs gewesen, Claudia. Aber mir geht's gut. Bisschen müde, aber gut. Nehmen wir die Insel, aber die sieht auch nicht unbedingt besser aus, ne? Kannst mal reinsippen. Ich sehe kein Hai. Das ist auch von den Mutanten hier weg. Sie wieder zu häufig drehen, sonst verliere ich wieder mein Ziel. So tief. Bisschen geschlaucht. Ist aber jetzt Woche nach krank. Ja, das ist immer so. Erstmal wieder reinkommen, ne? Freizeitpark. Oh, der ist aber unter uns. Oh, ich will mal wieder Achterbahn fahren. Voll Bock. Schon wieder ein Hai. Ja, genau, geh mal weg. Ich weiß auch gar nicht, ob es hier gefährliche Gebiete oder sowas gibt, ne? Also, wir werden es herausfinden. Mit wir entdecken es oder wir sterben daran. Boah, oh, Fisch, ey. Yay! Yay! Mal gucken, Timo, ob es hier auch so ein Mega-Hai gibt. Na gut, die Stadtinsel war, glaube ich, ein bisschen besser, ne? Also es sah nicht so karg unter der Wasseroberfläche aus. Wasser haben die voll übertrieben? Wie meinst du das? Also ich finde das Wasser eigentlich... schick. Oh nö, was willst du denn? Zuckungen! Komm her. Nein! Bleibst du hier? Irgendwas schießt. Gegen zwei ist fies. Die drehen durch. Toll. Okay, er hat sich mir auch hier jetzt zufällig gespawnt. Danke fürs erste Rüppchen, Claudia. Das ist wieder die Startinsel. Ich hoffe nicht, weil die habe ich ja komplett leer gelootet, ne? Ich glaube, sie ist es. Aber Holz kommt ja wieder, glaube ich. Ja, sie ist es natürlich. Schön. Immerhin bekannten Ort wieder gefunden. Was ist Freizeitpark gewesen? Gummienteninsel? Okay. Ja, also es ist sehr gefährlich anscheinend hier in der Ecke. Holz haben wir noch, nehmen wir mit.
Na gut, das ist ein Standard wahrscheinlich immer mit dabei, ne? Oh, Scheiße. Ich muss jetzt schon was zu essen finden. Ihr tut mir nichts, ne? Ihr seid lieb. Ich hoffe, da finden wir mal was Positives auf der Insel. Essen, trinken. Psychos, ey. Der wird ja voll durchgedreht, wa? Das sind Kannibalen. Jetzt echt, oder? Finden sie einmal Menschenfleisch, weiß ich. Stürzen die sich richtig drauf. Oh, okay. Das ist ein Container. Ist tief. Okay. Eine Felseninsel Mutanten. Sag mal, ist hier jede Insel besiedelt oder was? Ich hab doch noch nicht mal eine Waffe. Und jetzt ist es auch noch dunkel, ne? Oh mein Gott, der schießt! Hab ich mich jetzt erschreckt. Ich renne. Wo sind eure Erdbeeren? Ich will nur die Erdbeeren, mehr nicht. Oh fuck. Das ist laut auf dem Headset. Ja, genau. Mit Armbrust. Okay. Ja, dann lege ich mich mal hin. So, schon zwei Vespo-Leichen. Sehr gut. Ich schwimme mal erstmal in die Richtung, ja? Danke, Claudia. Gerade so ein bisschen demotiviert. Mein guter Loot ist weg. Aber hey, ist okay. Kriegen wir wieder. Brauch halt nur Waffen, ne? So, kann ich mir ins Zelt legen und einfach pennen? Natürlich nicht. Ja. Oh, wenn sie schon diesen Holzspeer bauen können. Toll. War das mit Feuer? Brauchen wir sowas nicht? Entzugskiste, okay. Einfacher Wasserreiniger. Ist ja schon nicht gerade wenig, ne? Man hier so bauen kann. Paddelboot. Lagerfeuer, da ist es doch. Bauen wir uns. Hauptsache ein bisschen Licht erstmal. Oh, ist wieder weg.
nachlegen. Ist ja cool. Nehmen wir den Baum auch oder nicht? Das ist ein Gummibaum, ne? Nichtsdestotrotz werden wir verhungern und verdursten. Weil ich habe ja alle Erdbeeren aufgesammelt habe, die ich gefunden habe. Das Holz soll nicht so schmackhaft sein, glaube ich, ne? Alles klar. Dann gucken wir doch mal. Was kann ich denn verwenden? Gar nichts. Sehr gut. Dann nehmen wir einen Holzspeer. Hallöchen, sei. Herzlich willkommen. Wie geht's? Niemand hat gesagt, dass es einfach wird. Sofort wieder da. Wenn ich mal schreiben könnte, ne? So, das Wasser werde ich garantiert nicht trinken können. Oh, hier liegt Holz rum. So, das war hoffentlich die erste Leiche. Ist das auch irgendwie so markiert, dass ich das... Nee.